Zum aktuellen Videotalk im Messeschaufenster von Smokers News TV und Smokers News.de begrüße ich heute Steffen Rinn. Steffen Rinn, das ist Don Stefano. Und Steffen Rinn ist natürlich das Aushängeschild nicht nur von Don Stefano, sondern der Zigarrenbranche schlechthin. Mit Steffen haben wir schon viele Gespräche geführt, mit Steffen haben wir vieles ausgetauscht. Und Steffen ist einfach der Mann, der an der Front steht. Das frage ich erstmal, Steffen. Wie geht es denn den Don Stefano Marken in dieser Zeit? Also wir sind mit dem Geschäftsverlauf im Jahre 2020 nicht unzufrieden. Das heißt, positiv ausgedrückt, wir sind zufrieden. Auffälligerweise ist die ganze Branche eigentlich, was die Zigarren betrifft, zufrieden. Wir haben laut Besteuerungsstatistik einen Zuwachs 1 bis 9 von über 4%. Und uns erfüllt es mit großer Freude, dass wir darüber liegen. Also machen wir nicht alles ganz falsch. Steffen, du warst und bist natürlich ein Frontman. Du bist immer an der Front gewesen. Du hast deutschlandweit und darüber hinaus viele Fans, viele Freunde, die dich sehen wollen, die dich hören wollen und natürlich wissen wollen, was gibt es für neue Produkte von euch, beziehungsweise welche Produkte kannst du empfehlen? Gibt es Hoffnung, dass es im Fachhandel mit den Fachhändlern zusammen oder auch in der Gastronomie dann doch wieder solche Szenen vor Ort gibt, dass man dich vor Ort wieder sieht und auch die Fans mit dir diese wunderschönen Abende verbringen dürfen? Also diese Geschichte bezüglich der Epidemie war so gewesen, dass wir den letzten Zigarrenabend vor Eintritt dieser Epidemie im März, Anfang März hatten in Miltenberg bei meinem Freund Gerd Falkum. Und dann war eine Ebbe gewesen und jetzt ging es wieder los. Ich habe schon zwei Zigarrenabende wieder durchgeführt in Zigarrenlounges und ich muss sagen, alle sind hocherfreut, dass ich wieder komme. Und natürlich ist meine Frau nicht ganz erbaut darüber, dass man diese Kontakte in der nächsten Nähe hat. Aber ich sage, aha, das sind ja diese drei Buchstaben, die man irgendwo befolgen muss. Und glücklicherweise, Gott sei Dank, muss ich sagen, bin ich bisher verschont worden von diesem Virus. Und ich hoffe auch, dass ich demnächst weiterhin auch verschont bleibe. Also der Kontakt ist wiederhergestellt zu den Endverbrauchern. Es ist so, dass wir ja die einzige Möglichkeit haben, heute an die Endverbraucher heranzukommen, über die Einladung zu einem Zigarrenabend. Wir können ja schlechthin kaum noch Werbung betreiben, was sehr zu bedauern ist. Und von der Seite her werde ich auch zukünftig gerne, sehr gerne Zigarrenabende durchführen. Herr Steffen, nochmal zu Don Stefano. Und wie habt ihr die Zeit jetzt so erlebt? Mit Perdomo habt ihr einen richtig großen Partner seit vielen Jahren. Aber dieser Partner konnte ja aktuell nicht viel liefern. Wie ist das in Nicaragua gelaufen? Wie steht ihr da in Kontakt? Und wie kann man eigentlich Hoffnung aufbauen, dass Perdomo euch die neuen Produkte, die wahrscheinlich vor Ort dann doch irgendwo vorbereitet sind, auf den deutschen Markt bekommen? Also wir haben ja das Glück, dass wir aufgrund unserer sehr, sehr innigen Freundschaft zu Familie Perdomo, das ist auch ein Vertrauensbeweis gegenseitig, dass wir das EU-Lager hier in Heuchelheim haben. Wir haben über 1 Million Zigarren hier liegen. Und deswegen konnten wir mit Ausnahme von wenigen Artikeln immer wiederum just in time liefern, sowohl die Exporte beliefern für Perdomo, wie aber auch das Inland beliefern. Wir haben also keine Probleme gehabt und Perdomo selbst in Nicaragua hat auch keine Probleme gehabt. Es ging mehr um die Transportbefähigungen. Ich hörte ja von anderen Importeuren, dass das irgendwo die Schwierigkeiten machte. Auch bei uns, den Kooperationspartner Tabaco San Esteban und auch Aflores genauso. Die haben Probleme, die müssen teilweise ihre Zigarren an uns über New York schicken. Das ist natürlich bei uns anders geregelt. Die kommen nach Miami und kommen von Miami direkt nach Frankfurt. Und wir verfügen nahezu über alles, was Perdomo in seiner Range hat. Also wir sind in einer sehr, sehr glücklichen Situation. Und wenn du so netterweise fragtest, was haben wir momentan noch als in petto? Perdomo wird, das ist schon auf dem Luftfracht nach Gießen, bis in Heuchelheim, haben wir demnächst die 10th Anniversary Boxpress in limitierter Ausführung, und zwar mit den beiden Deckblattsorten Sandhaum und Maduro.
Da freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass wir hier wieder mit einer ganz neuen stilistischen Zigarre versorgt werden. An deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass du durch mich großer Vorfreude diese Zigarre widmen wirst. Und wir freuen uns, dass du diese Zigarre uns und dem deutschen Markt noch zuführst. Steffen, nochmal ganz kurz. Also 2018 habt ihr 25 Jahre Don Stefano gefeiert. Da steht ja auch irgendwo im Hintergrund bei dir so ein wunderschönes kleines Plakat. Hast du dir vorstellen können, dass 2 Jahre später Probleme auftreten? Wirtschaftliche Probleme, Probleme in der Politik, Probleme in unserem Land? Also diese Probleme sind natürlich gegeben. Die Probleme insbesondere mit Dreck und Reis, die uns 2024 voll erwischen werden. Ich muss sagen, ich bin im höchsten Maße verärgert, dass die Politik nicht unterscheidet zwischen Zigarette Feinschnitt einerseits und Zigarre andererseits. Wir haben in einem Jahr lediglich knapp 100 Zigarren mal unversteuert unverzollt nach Deutschland hineinkommen lassen. Also das heißt, nach Deutschland sind knapp 100 Zigarren reingekommen. Es ist also in der Tat vollkommen unverständlich, dass man Zigarren auch mit der Dreck-and-Trace-Systematik belastet. Es kostet ein wahnsinniges Geld, um lediglich dann eine Egalität zur Zigarette und zum Feinschnitt herbeizuführen. Vollkommen unverständlich. Und da muss die Politik nochmal drüber nachdenken, obgleich der BDZ, der Geschäftsführer von unserem Bundesverband, sagt, leider lässt sich da nichts mehr ändern, aber wir müssen weiter noch aktiv sein, um diese Kuh vom Eis zu kriegen. Es ist für die Kleinstbetriebe, zu denen ich mich natürlich zähle, ist es kaum zu bewältigen, dass man eine solche Sache dann realisieren kann. Ich freue mich, dieses Statement dir noch entlockt zu haben, weil ich ja weiß, dass du politisch mit mir so auf einer Wellenlänge bist. Ich freue mich natürlich, dass wir uns überhaupt über dieses ganze Thema heute unterhalten können. Ich weiß, dass wir in naher Zukunft noch ein Gespräch mit deinem Sohn Matthias haben, der uns dann auch die neuen Produkte nochmal präsentieren wird. Steffen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir eine gute Zeit und natürlich das Abschlusswort hast du. Lieber Peter, ich denke an unsere gemeinsame Freundschaft zurück und stelle immer wieder fest, dass der Shortfiller, den wir ja noch, Gott sei Dank, noch machen können, obwohl das Summa-Gesamtblatt ja zum Tode verurteilt worden ist, wir haben einen großen Bestand noch an Deckblättern, und dass diese Raucher, diese Genießer von diesem Shortfiller-Zigarren, von den Besten, doch nach wie vor uns die Treue halten. Und damit wird die Manufaktur auch weiterhin aufrechterhalten werden. Neben dem großen Import von Perdomo, neben dem großen Import von Tabacos San Esteban und Aflores. Herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche die besten Grüße nach Seligenstadt. Viele Grüße zurück nach Oberhessen, von Mittel- und Südhessen, und alles Gute, lieber Steffen. Schönen Dank. Lieber.